nämlich vor Ort. Und das hat super viel Spaß gemacht, super geile Atmosphäre. Am Ende konnte man hier ja gegen die Jungs von Luminosity nicht gewinnen. Also da war man dann nur Zweiter geworden, hat immerhin 90.000 US-Dollar mitgenommen. Ist ja besser als gar nichts. Ja, am Ende auch ein Best of Five. Und damit geht es los, meine Freunde, meine Damen und Herren. Wir fangen an mit dem Finale hier zwischen G2 Esports und Team Liquid. Und damit herzlich willkommen bei dem großen, großen Lokalmatador gegen den Titanen. Es geht auf das 2 los. Und damit werden wir hier erstmal Team Liquid natürlich durch den Map-Pick von G2 auf der T-Seite sehen. Also es geht direkt um die Wurst. Jax steht bereit, da den ersten Headshot zu setzen. Und der sitzt exzellent. Damit dieses Twist, der instant hier rausgenommen wird. Neff, wir nähern der P250. Man stattet ja immer bei Team Liquid einen Minimum in der Pistole mit einer P250 aus und da kann Amalek direkt wieder die Schotte dicht machen. Der B-Split wird damit disabled. Sie können nur noch über das Loch, sie können nur noch über die Tür kommen. Kenny, es steht schon im Rücken, aber sie können immer noch zu zweit das Ganze hier sauber verteidigen. Und damit muss jetzt Team Liquid in die Duelle gehen und dann ist es Kenny S, der aufräumt. Der putzt nur am Ende nochmal den Rest ab und wischt hier mit der USP den Boden auf. Nice auf jeden Fall. Schön gespielt. Aber für Team Liquid auch eine sehr schwierige Situation, nachdem man da die Kontrolle über die Cutters verloren hat und Jax direkt mit so einem Ding kommt. Damit das 1:0 für G2. Und G2 ist natürlich jetzt hier direkt im Vorteil. Ist eine sehr gute Map von ihnen, wie gesagt, ich sehe sie hier leicht im Vorteil. Und meiner Meinung nach muss G2, wenn sie halt in diesem BO3 am Ende als Sieger herausgehen möchten, und ich denke, wir könnten über 5 Maps gehen, dann muss G2 diesen Pick auf jeden Fall gewinnen. So, Neff wartet dann von der Kante. So, zieht ja auch hier direkt wieder zurück. Wir haben ein kleines Investment bei Team Liquid, das jetzt auf der Suche ist, Richtung kurz, nach Frax, nach einem Plant. Aber da steht man bereit, wie eine Bank. Hält man den Raum da ohne Probleme und dann ist es Kenny S, der hier abräumt. Also man merkt schon, die Menge ist gehypt. Und G2 direkt ab Runde Nummer 1, absolut on point. Die hatten gestern und die Tage davor ein bisschen Probleme gegen diese Eco-Runden sich durchzusetzen. Aber hier, das sah sehr gut aus. Damit haben wir das 2:0. Erste Waffenrunde für Team Liquid steht an. Wir haben noch ein bisschen Bonus bei G2, weil man noch Amanek auf der UMP hat. Das gleiche gilt für Shox. So, und damit steht man bereit. Super Stude, okay. Direkt die nächste Eröffnung. So, und das wäre die erste Eröffnung. Vielleicht findet man hier irgendwo die Möglichkeit, Nitro baitet da ein bisschen rein. Die Licht geht oben auf die Kiste drauf, kann damit den ersten Spieler rausnehmen. Stude2K kümmert sich hier noch um die Mitte. Damit geht man jetzt erstmal auf dieses pick-orientierte Spiel. Einmal Richtung Mitte versucht man weiterhin bei Stude2K da den Fehler gegebenenfalls von G2 zu bestrafen. Shox, da in keiner guten Position, da muss er ein bisschen aufpassen. Einfach aus dem Grund, da könnte es sehr schnell nach hinten losgehen. Aber sie versuchen auf jeden Fall Richtung Kurz zu arbeiten. G2 fokussiert sich jetzt, sammelt sich in einem Bike und wird gegebenenfalls mit der Flashbang sogar diese Mitte ganz kurz mal einnehmen. Jedenfalls hier nochmal den Tower aufbauen in der Mitte und sie ziehen sich langsam zurück. Also sie gamblen jetzt ein bisschen auf dieses 2-2-Setup. So, jetzt haben die Informationen, wo es lang geht. Erster Molotov kommt von Kenny S rein. Sie haben noch keine AWP, das heißt Kenny S muss mit der Farmers das auf mittlere Distanz halten auf dieser Midrange. Die Flashbang ticken zu spät und da steht man schon Richtung Spot. Trotzdem, Kenny S kann gegengehen. Shox nochmal mit dem Kill. Amanek passt hier nicht auf und damit ist nur Lucky im 2 gegen 1. Und der hat natürlich jetzt eine Mammutaufgabe. Vorsicht, gegen Neff das Duell zu suchen. Meistens absolutes Verderben und damit ist es hier die erste Runde für Team Liquid. Können hier die Überzahlsituation Richtung A gut einschätzen und damit die Runde für sich entscheiden. So,
damit geht's nach vorne. Also Jax auf der Suche mit diesem Force-Buy bei G2. Und ja, muss man einfach sagen, es ist ein Force-Buy. Amanek und Jax wieder nur mit SMGs ausgestattet. Wenig Equipment dabei, wenn es um die Utility geht. Damit Team Liquid mit dem Vorteil. So, da wollen sie instant wieder Nerf hochboosten und fokussieren sich erstmal wieder auf die Mitte bzw. Richtung Kurz. So, also da hat man natürlich auch Demo geschaut. G2 ein Team, was sehr gerne auch aggressiv Richtung, Richtung A spielt, besonders vorne Richtung Tür. So, und dann wartet Nef einfach ab und hofft, dass ihm da irgendwas reinläuft. So, in der Mitte ist nochmal Stu 2K. Der Aufbau von G2 eher etwas Default-lastig, außer halt die beiden Spieler Richtung Lang. Dafür lässt man kurz auf und wird, wurde übel, das Ganze auf Retake spielen. Vielleicht jetzt hier frühzeitig die Information noch, dass man direkt eine Rotation einleiten kann oder halt die Kontrolle über die Mitte bekommt. Nitro, passt auf. Nitro mit dem ersten, hat den zweiten gesehen, flasht hier nochmal rein, versucht Chalks da irgendwie nochmal, ja, in die Mangel zu nehmen, aber der hat eine gute Position. Damit geht es über die Mitte raus. Der B-Split, der soll es sein. Aber da hat man zwischenzeitlich das Duell verloren und das ist natürlich super bitter. Damit kann man nur noch eine Flanke kommen und das versucht man jetzt mit drei Leuten über die Mitte auszuspielen. Da passt Lucky an der AUG auf und Shox zieht sich instant wieder Spot zurück und damit sollte die Runde gelaufen sein. G2 wird hier mit 3:1 in Führung gehen. Es ist nur noch Twists und das ist sein Todesurteil. Das Duell kann er nicht gewinnen. Also taktisch gut interagiert, gutes Timing für G2 und dann diese Position von G2 bzw. von Shox. Close an der Box hat Nitro komplett weggenascht und schon kommt man wieder nicht in einem Split Richtung B durch und muss sich entscheiden, mit dem Kopf durch die Wand sich über die Mitte durchzusetzen. Und da hat Lucky eine sehr gute Position hinter der Smoke genutzt. Jo. Und damit ein sauberes 3K hier abgeliefert. Vorne. Also schauen wir mal, was hier möglich ist. Team Liquid. Yes, weiterhin unterwegs. Natürlich eine nicht so herausfordernde Runde. Klar, Team Liquid immer sehr stark mit diesen Pistolen, aber hier ist natürlich der Vorteil in den Händen von G2. Und damit kann sich G2 hier sehr früh in der Partie stabilisieren. Ja, das hat natürlich auch die Menge. Sehr gut für die heimische Crowd, sehr gut für die Atmosphäre vor Ort und sehr gut für Team Liquid, weil sie jetzt endlich mal ein bisschen überlegen müssen, wie sie gegen G2 ja ihren Gehirnschmalz einsetzen wollen. Nochmal der Push in der Mitte, schöne Flashbang, da sieht Kenny es einfach nur noch weiß, schönes Foto. Das kann man in der Mitte wunderbar setzen. Ja, und damit hat man die Lücke gefunden. Jetzt hat man nur dieses 2-2-Setup, komplette Kontrolle über die Mitte, versucht jetzt gegebenenfalls dadurch, ja, dass vielleicht der eine Spieler sogar runterrotiert ist Richtung Mitte, da nochmal eine Öffnung Richtung Kurz zu finden. Vielleicht auch dadurch, dass Kenny S gefallen ist, hat man nicht mehr die Gefahr, dass da die AWP im Normalfall steht. Und deshalb entscheidet man sich jetzt über kurz durchzugehen. Smokes kommen rein, damit geht es nach vorne. Leash droppt direkt runter und damit hat er den Elevator hier schon Ruhe eingenommen. Kann damit sich Richtung CT Base fokussieren. Auf Lang wartet wieder Neff oben auf der Box. G2 wartet mit zwei Leuten Richtung Lang. Also das wird ein Retake sein, wenn nicht sogar fast der Safe, wenn Neff dann nochmal Schaden macht. So, nächster Zugriff kommt zugleich.
Trotzdem, irgendwann muss man das Ganze auflösen. Jetzt ist Neffs Chance, da direkt in den Rücken reinzufallen. Nächster Kill von Twist. So, Nitro versteckt es Richtung Seite. Einfach nur Zeit rausholen, dann kann Neff wunderbar Richtung lang abstecken. Guckt euch an, wie langsam der sich nach vorne bewegt. Und da ist der Geheimagent mit Headshot 1, wird aber hier rausgenommen. Nitro mit dem Refrag. Und dann ist es Amanek im 1 gegen 1. Wie schnell ging das denn auf einmal? Molotov kommt rein. Stude K wird gezwungen vorzuziehen. Und es ist Amanek. Jawohl. Er holt die Runde. 5 zu 1. Da hat Neff die Runde in der Hand, kann den zweiten Schuss hier nicht setzen und damit gehen sie in eine Nachteilssituation. Also sehr schön geretaked. Und am Ende Team Liquid. Kann hier zurzeit auf das 2 echt nicht glänzen. Muss man einfach sagen, da sieht G2 um einiges besser auf der CT-Seite aus. Auch hier Jax mit einem wunderbaren Push direkt den zweiten hinterher. Was ist denn hier mit G2 los? Die nehmen gerade hier Team Liquid auf der T-Seite komplett auseinander. Eieieiei. Also bisher nur eine kleine Kerze, die hier brennt bei Team Liquid. So, und damit geht es wieder mit Kenny S an der AWP um die Wurst. So, den haben sie natürlich jetzt auf dem Schirm, hatte Twist auch kurz gesehen. Kommen jetzt erstmal ums K, sauber geaimt, aber dann ist es Kenny S, der hier kurz einen Prozess macht. Wieder 4 Leute durchgebracht und wieder sehr viel Geld. So, erstmal schönes kaltes Wasser. Also, das sieht sehr, sehr gut aus. 6 zu 1, erste taktische Pause bei Team Liquid. Überlegung natürlich wert, was will man jetzt machen? Teilweise immer Jax. Ah, wunderbare Flashbang. Und das Refire passt hier. Wunderbar. Also, Lucky, bisher der Mann der Stunde zusammen mit Kenny S. 9 Kills bei beiden. Und damit kommt wieder die Flashbang, nimmt wieder den Raum Richtung Lang ein. Das ist zurzeit das Erfolgsrezept bei G2, auf jeden Fall auf diese Langkontrolle zu arbeiten. Und auch lang zu halten. Kenny S übernimmt die Position. Dafür geht Lucky Richtung Mitte. Wir haben nur Pistolen bei Team Liquid. So, da reagiert man auch so ein bisschen drauf, dass die Smoke-Richtung kurz liegt. Das hat man natürlich auch mitbekommen. Und damit geht es jetzt hier einfach Richtung kurz nach vorne. Lassen uns mal überraschen, was hier möglich ist. So, wer nimmt die Kante an? Das ist Kenny S. In der Position für die AWP gemacht. Für die besten AWPs. Auch eine sehr herausfordernde Position. Weil du meistens dann nur so ein paar Köpfchen siehst. Und da musst du halt sehr schnell reagieren. So, Flashbang kommt gut rein. Kann man auch sehr schnell die AWP ausschalten. Das kommt auch noch hinzu. Besonders Elise schafft es hier, direkt zusammen mit Neff den ersten Kill zu machen. Shox passt aber auf. Also, der Push geht hier in die Hose. Bombe kann man trotzdem Richtung kurz legen. Der Zugriff von Team Liquid damit geglückt. Und damit auch erstmal eine 4 gegen 3 Situation. Besonders, weil Kenny S hier wieder direkt anfängt. So, es geht jetzt nach vorne. Mit der Flashbang dreht man sich rein. Versucht jetzt gemeinsam über lang und über die CD-Base zu kommen. Dude, okay, nochmal mit der Antwort. Aber er ist alleine gegen 3. Gegen 3 Rifles wird er hier gar nichts machen können. Damit das 7 zu 1, das Brasil ist real. G2 wunderbar unterwegs und mit dabei auf jeden Fall Kenny S. Sein Spielplatz ist auf jeden Fall mit der AWP auf das 2 riesig. So, jetzt muss man natürlich überlegen, was will man hier machen? Team Liquid braucht endlich mal eine Antwort. Klar, das ist eine Map, da kann das Momentum sehr schnell in die andere Richtung kippen. Besonders auf der T-Seite kann man das auch sehr schnell wieder aufbauen.
holt 2, 3 Runden in Folge und schon ist der Gegner gebrochen und Team Liquid hat immer die Qualitäten dazu, sowas auch hinzubiegen. Erstmal wieder dieses Doppel-Setup Richtung B. Ansonsten der Default bei G2 mit so zwei Richtungen lang. Sie versuchen halt sehr oft auch die AWP variabel einzusetzen. Mal gucken, ob das weiterhin hier der Erfolg ist. Aber G2 schafft es her, bisher hauptsächlich ihre Duelle zu gewinnen. Besonders Kenyes an der AWP ist halt überragend. Bin sehr gespannt, ob er weiter hier diese Leistung abrufen kann über die laufende Partie. Den brauchen sie auf jeden Fall. Kenyes ist immer ein Garant. So, Jax bisher der erfolgreichste Spieler, wenn es um die Opening-Duelle geht. Da konnte er bisher 3 für sich entscheiden, hat nur 1 verloren. Bei Team Liquid ist es Elish mit 2 gewonnenen Opening-Duellen. Besonders Kenny S halt mit einem riesen Multikill-Potenzial. 4 gespielt in 4 Runden konnte er das bisher mit Bravour meistern. Fast die Hälfte. So, es geht nach vorne. Und damit ist es hier die 7:1 Situation und oder das 7:1 und das wird hier erstmal für Team Liquid die nächste Runde und damit ist es hier das 7:2. So, so ist richtig. So, und damit haben wir bei G2 erstmal den Safe. Was wollen sie sonst noch machen, nachdem sie da die Kontrolle verloren haben, Kenny S down gegangen ist. Und Jax auch ins Gras gebissen hat, wird man einfach diese Waffen durchbringen, für Jax noch eine Waffe legen, Kenny S kann eine AWP kaufen, also das sieht doch ganz gut aus. Geht auf die Jagd und damit die Jagd nach der nächsten Runde für Team Liquid. Schnelles Vorankommen, diesmal von G2 Richtung Cutters, also man nimmt sich den ersten Raum rein, damit auch ein gutes Informationsspiel. Lucky kümmert sich weiter um die Mitte, wurzelt Kenny S rum, das wird immer spielentscheidend sein. Den versucht man natürlich so schnell wie möglich immer aus dieser Partie herauszunehmen. So, Nitro nochmal nachträglich mit der Information vor B, trotzdem sollte man den B-Spot jetzt nicht aufgeben. Einfach aus dem Grund, es kann immer noch einer über die Cutters kommen, wird auch nochmal abgesmoked. Aber guckt euch an, wie weit Shox hier schon durch ist mit der AK. Steht schon im T-Spawn. Und er könnte wunderbar den ersten Spieler auf lang rausnehmen. Er lässt sich auch wunderbar viel Zeit. Und Neff wartet hinter der Tür, das ist sein Glück. Aber trotzdem, er ist bekannt, kann das callen. Und damit könnte man gemeinsam mit Jax das Ganze ausspielen. Aber Shox, der nimmt sich erstmal die Mitte hier ins Gericht. Und dann greift Shox mit ein, zusammen mit Jax, den Spieler auf lang rauszunehmen. Und damit versucht es Team Liquid mit einem schnellen Tempowechsel über die Mitte. Da passt aber schon wieder Kenny S aus. Oh, das ist die Bombe. Und das sieht nicht gut aus für Team Liquid. Und er wird doch schon angehämt. Und dann ist es Kenny S. So, nochmal der taktische Timeout von Team Liquid. Eieieiei. Also, zurzeit läuft es hier echt nicht wie geschmiert. Von G2 sehen wir hier eine Bomben-Performance, ein gutes, ja, ein gutes Adaptieren des Spiels von Team Liquid. Damit Kenny S mit 14 Kills in der laufenden Partie.
bei 11 gespielten oder bei 10 gespielten Runden. Wir sind jetzt Runde Nummer 11. Und das ist natürlich eine Leistung. Das dürfen wir nicht vergessen. So, Illich auf dem Vorwärtsgang. Lucky wartet diesmal auf Close Distance mit der AUG. Ist natürlich ein riesen One-Shot-Potenzial, wird aber hier von Illich mit der guten Flashbang rausgenommen. Keine Chance, da irgendwas zu machen. Zweite Flashbang hinterher und schon kann man sich da nicht mehr wegdrehen. Gut getimed. Und die erste Öffnung für Team Liquid ist endlich mal am Start. Studio K an der AWP, aber das größte Problem konnte man hier noch nicht aushebeln. Das ist halt Kenny S. Ah, schöne Flashbang. Und damit muss er weg. Und sie drängen ihn zurück. Damit auch die Information, wo sich Kenny S befindet. So, die Nate macht nochmal gut Schaden. Damit Illich auch One-Shot-Potenzial. So, in der Mitte wartet Jax und der schlägt zu. Das war einer der Spieler mit Full AP. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Nochmal eine Flashbang hinterher. Nochmal der Positionswechsel. Sie stehen wieder mit zwei Leuten in der Mitte breit. Oh, was ein kompaktes Spiel von G2. Die gehen mit zwei Leuten in die Mitte. Studio K macht den Doppelschuss. Oh, super bitter. Da stehen sie in einer Reihe und Studio K drückt hier einfach ab. Jetzt liegt es an Amanek. Das Ganze Richtung B aufzuhalten. Wie gut ist sein Timing? Da guckt der Kopf schon raus. Ja, und damit ist das auch sein Todesurteil. Da kann er leider nichts mehr machen in der Situation. Ah, das ist unglücklich für G2 gelaufen. Damit kann Chox nur noch, ja, die AWP safen. Sein Leben verschonen, Schaden machen, sucht euch aus. Geld hat man aber genug, um auf jeden Fall hier nochmal nachzukaufen. Damit natürlich auch gegen Team Liquid den Druck zu erhöhen und weiterhin hier Stunk zu machen. Ja, aber hier kann Twist nicht Chox schon, weil der hat die AWP in den Händen. Jo, und damit ist es hier 1-2-2-K. Ja, steht aber auch gut in Reihe. Ja, da machst du halt nicht viel, ne? Da versucht man auf die Kante zu gehen, gemeinsam das Ganze anzuheben. Und dann kriegt 2-2-K da halt den Doppelschuss. So ist das. So, wir haben einen Timeout bei G2 diesmal. Die versuchen sich jetzt taktisch ein bisschen zu stabilisieren, ein kleines Polster einzulegen. Und wie gesagt, Geld hat man nochmal, dafür reicht es auf jeden Fall zum Kaufen. Auch nochmal Kenny S mit der AWP und diesmal mit Erfolg. Wieder die Eröffnung, das wünscht man sich natürlich. Aber nur Jax und Lucky ausgestattet mit der Utility. Das heißt, Kenny S versucht hier mit Gewalt die Eröffnung zu finden. Die erste hat er schon mal gefunden, die zweite findet er nicht. Da kommt man in den Pit rein. Dafür nimmt man aber kurz ein, nachdem man lang verloren hat. Und schickt sogar Kenny S in der Mitte nach vorne und lässt den A-Spot vollständig auf. Also man versucht jetzt nochmal die Cutters auszuschließen und dann kann man eigentlich direkt wieder A zumachen oder zumindest hier die Rotation abfangen. Das ist ja wunderbar. Was eine gute CT-Seite bisher von G2. Besonders, weil sie jetzt eine Überzeitsituation haben, um den Retake zu spielen. Zweimal zugeschlagen. Und dann muss Team Liquid hier ordentlich reingeiern, um nochmal diese Runde zu holen. Besonders das Duell Richtung Lang gewinnen. Und das verlieren sie. Damit kann Jax jetzt über eine zweite Flanke Druck aufbauen. Twist muss sich dadurch auf diese Position fokussieren. Zwischenzeitlich stehen sie zu dritt Richtung, ja, kurz bereit. Und über Lang kommt nochmal Amanek hinterher. Das heißt, jeder muss so seine eigene Suppe jetzt hier kochen. Aber Twist erledigt seinen Job verdammt gut. Oh, Studio K, was war das denn für ein Flick? Lucky, aber mit der Antwort. Und damit ist nur Studio K im 2 gegen 1. Er muss nur noch auf die Zeit spielen. Macht nochmal den Anschluss. Geht auf die Pistole. Zu weit eigentlich weg. Lucky zieht nach vorne. Und das wird man zeitlich nicht mehr schaffen. Was eine Monsterrunde von Studio K. Was eine Monsterrunde. Und egal, ob er da stirbt, die Runde hat er für Team Liquid zusammen mit Twist gewonnen.
Da sehen wir es nochmal. Was ein krasser Flick. Ach, zu 4. Und wie gesagt, Team Liquid kann hier wieder in die Partie reinkommen. Und das merkt man auch direkt hier. Das ist die Antwort. Und da ist man in einer sehr guten Situation, auch hier ein 8-7 rauszuholen. So, KennyS schießt hier vorbei. Also sucht einen kleinen Nadelstich zu setzen Richtung kurz. Da scheitert man aber an Team Liquid. Und was macht Team Liquid? Schnell direkt diesen Raum einnehmen. So, die wissen ganz genau, okay, die haben eine AWP investiert, vielleicht ein bisschen Pistole oder so. Aber das ist auf jeden Fall ein Risiko bewusst dabei. Beziehungsweise KennyS hat die AWP ja aus der letzten Runde mitgebracht. Dadurch gibt man hier nochmal eine Runde ab und man macht's halt, sagen wir lieber so, auf Nummer sicher. Einfach dadurch, dass man halt nicht reinforst. Also geht kein Risiko ein. Drücken wir es lieber so aus. Und lässt die AWP einfach arbeiten. Es gibt viele Teams, die hätten einfach um die AWP herumgekauft. Aber bei G2 macht man dies nicht. Dafür hat man nochmal Geld bei KDS, nochmal eine AWP zu kaufen. Nur eine Kevlar. So, startet sich jetzt diesmal auch mit Granaten aus. Langsam zieht der Loser-Bonus ja auch an. So, auch Team Liquid hat ihre Fans vor Ort und arbeitet hier an einer doch nochmal sehr soliden Hälfte. Und wie schon erwähnt, Team Liquid ist ein Team, das aus allen Situationen wieder zurückkommen kann. Oft genug schon gezeigt gegen Astralis, besonders im Halbfinale. Im Viertelfinale. Da hat man es auch geschafft, unmögliche Situationen wieder rumzudrehen. Auch Mausports hat das gestern bewiesen, wo sie fast nochmal Nuke für sich entscheiden konnten gegen Team Liquid. So, damit er diesmal Shots unterwegs. Nummer 1. Ja, mit KennyS im Backup ist das natürlich super. Der hat den Kill durch die Smoke geholt, so wie es aussieht. Ja, und damit läuft Team Liquid erstmal in der Mitte gegen eine Wand. Ja, da muss Kavanek verbrennen. Da wird der B-Spot gefallen. 3 gegen 3 Situation, die Leash wartet in der Mitte. So, das hat man immer noch auf dem Schirm. Man hat immer ein Auge darauf, dass einer von hinten agieren könnte. Trotzdem, irgendwann müsste sie sich entscheiden, gemeinsam auf den Spot zu gehen. In dieser Runde Nummer 14. Das wird jetzt der Fall sein. Oh, Leash wie abwartend. Und jetzt kommt er um die Ecke. Das ist sein Moment. Das ist sein Zugriff. 1, 2. Ja, und das war's. Die Runde vorbei. Jax bekannt. Und Leash macht das so gut. Er zieht sich einfach wieder zurück. Und da wird schon schwierig genug, das Richtung Spot nochmal zu retaken. Nein, dann kommt die Leash und fällt in den Rücken rein. So, dann sehen wir es nochmal. Das wird aber auch von Leash sehr sauber runtergespielt. Also wirklich ohne größere Probleme. Vorne, man versucht es jetzt ein bisschen aggressiver auszuspielen. Jo, und damit ist man hier durch. Also da lässt sich Team Liquid in der letzten Runde nicht vernaschen. Es ist nochmal doch ein sehr guter Ball von G2, der hier aber instant mit der Waffengewalt, die man eigentlich so hat, extrem ausgehebelt wird. Und dann versucht man nur mit dem Push vor B durchzusetzen. Das klappt zumindest teilweise, dass man die Leash hier rausgenommen hat. Und das war auch schon das höchste der Gefühle, was man hier gesehen hat von G2 in dieser letzten 15. Runde, bevor es in die Halbzeitpause geht. Nee, das soll es nicht mehr sein. Da müsste Amanek jetzt nochmal komplett glänzen. So, Philipp am Tor unterwegs. Mit der Aufholjagd. Nö, das wird nichts. Also, das ist nochmal eine sehr gute Hälfte von Team Liquid. Wie gesagt, sie kämpfen sich hier in die Partie zurück. Wir machen eine ganz kurze Pause und gleich wieder da mit der ESL Pro League bei diesem Grand Finale zwischen Team Liquid
und den Jungs von G2. Bleibt dran, bis gleich.
AWP ist nochmal was anderes. Da würde ich immer noch Simple vorne sehen. Ne? Aber Elisha ist immer eine absolut konstante Bank. Wenn du dir einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, eine Leash, die letzten Spiele oder beziehungsweise die letzten Matches, ja, ich glaube, er hat nicht einmal ein negatives HLTV-Rating gehabt. Und insgesamt ein komplettes Rating von 1,15. Also wenn man das über die All-Time sieht. Das ist schon krass. Und individuell halt unglaublich stark unterwegs. Nö, er hatte eine schlechte Partie, ansonsten immer so 1,50er Rating, 1,13, dann mal 1,84, 1,42, 1,70. Er hatte ein schlechtes Spiel gehabt gegen Hellraisers, aber ansonsten, ja, ne, immer so im Schnitt 1,2, 1,3er Rating. Das ist schon gut, ne, würde ich sagen. Also, in der Momentaufnahme Elisha einfach in Topform und meiner Meinung nach zurzeit der beste Rifle-Spieler der Welt, einfach. So, Elisha, darf er direkt wieder mit Twists anfangen. Ja, und das ist Easy Peasy Lemon Squeezy, das wird das 8:10. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass er halt immer top-fragt, sondern es geht darum, dass er halt konstant spielt. Und immer halt mit einem positiven Rating rausgeht und das halt nicht von schlechten Eltern und das gegen alle Teams. Und das ist halt, Konstanz ist manchmal besser als 40 Kills immer abzurufen. Mal alle 3 Partien oder 5 Partien. Weil damit gewinnst du auch Turniere. Und das sieht man hier bei Team Liquid. Nicht umsonst sind sie auf Platz 1. So, damit haben wir die nächste Runde für G2. Und damit Team Liquid doch eigentlich sich ganz gut hier gefangen. So, und wenn wir das zusammenrechnen, sind das jetzt 2, 4, 6, 8 Runden in Folge. Wenn sie mir die eine Runde abziehen, die sie zwischendurch verloren haben, kann man fast schon sagen, das ist eine 10er-Win-Streak. Ja. Das ist schon krass. Das ist schon mega, mega krass, auf jeden Fall, wie sich gerade Team Liquid hier zurückgrindet in die Partie. Aber da kommt ein Ausrufezeichen und eine Antwort von G2, und zwar mit einem schnellen Zugriff über lang und über kurz. Aber da wartet wieder Elisha. So, der hat noch 21 HP, steht auf kurz bereit, wartet auf seine Teammates, aber trotzdem, Team Liquid steht hier natürlich in der ungünstigen Situation. Studio K wird als erster vorgehen, versuchen da die AUG zu contesten. Und das macht er mit Bravour. So, Nitro wartet schon auf Close Distance. Es liegt aber viel an Lilish und natürlich an dem Spieler, der versucht, über kurz durchzukommen. Lilish wird hier rausgenommen und damit ist es noch Nitro. Der sucht das Duell Richtung lang, versucht da seine Mates so weit zu supporten, dass sie da keinen Ärger haben, aber Nitro lebt immer noch. Und das wird zeitlich sehr, sehr knapp und das wird Nitro auch nicht mehr schaffen. Ja, und dann geht er auch safen. Also, Runde vorbei. Team Liquid muss hier in den sauren Apfel beißen. Sehr schön gemacht von Team Liquid. Also, sie sind noch am Leben und können damit erstmal... ja, hast du gut gemacht, mein Freund. Hast du gut gemacht. Also, sehr schöne Runde von G2 und Stu2k erstmal hier mit Tollwut Richtung B unterwegs. Und da passt Amanek diesmal auf. Ist das jetzt bei Team Liquid die Möglichkeit, nochmal G2 rankommen zu lassen? Nochmal hier diesen kleinen Run abreißen zu lassen? So, Elisha passt hier auf die Mitte auf und Twist steht bereit wieder Richtung Headshot-Schräge.
So, wird von Kenny S schon angeaimt. Geht nach oben. Wurde von Kenny S damit gesehen. Und da stehen sie hinter der Smoke bereit. Eieiei. So, muss kurz ein bisschen Feuer fressen. Das war sein Mate. Und damit die Leash. Mit dem ersten Twist. Passt auf den Spot auf. Damit ist Kenny S down. Und die Leash schnell genug da, um den Support abzuliefern. Und damit ist es Nitro in der Mitte. Den nochmal kurzen Prozess macht, dann darf die Leash auch nochmal was abhaben. Also da kommt G2 nicht weiter. Sie warten halt hinter der Smoke, versuchen vielleicht unten den Spieler im CT zu bekommen. Aber da sagt die Leash einfach abgelehnt. Und das gleiche gilt auch für Nitro, der auf den Rücken seiner Mates aufpasst. Ja, und damit hat man hier die nächste Runde. Heißt für G2 wieder Pistolen und wieder sparen. 9 zu 11. So, man steht wieder Richtung kurz bereit, stellt einen Richtung lang ab. Es geht etwas flotter über die Mitte. G2, das kennen wir ja schon. Nicht mit Pistolen schnell das Tempo anziehen, da passt G2K gut auf. Damit die erste Flanke down. Nitro wartet hinter der Box auf den perfekten Moment einzugreifen. Und er muss gar nichts machen, er muss einfach nur abwarten. Kriegt hier zwar noch einen. Aber trotzdem, der Vorteil ist gegeben und dann zieht die Leash einfach rein. Absolut konsequent, wird hier rumgezogen, wird ja zwar jetzt hier rausgenommen, das ist ein absoluter Vorteil. Führt den Blick, guckt er es an, der will Nev sogar noch aufs Knife gehen, läuft bei ihm. Oh, das war stark gespielt. Bei solchen Situationen wirst du vielleicht nervös, versuchst reinzuziehen, aber das war perfekt abgesprochen mit dem Spieler an der Tür und zwar mit Stu2K. Und auch wichtig, dass Stu da beide Duelle gewinnt. Sonst wäre der Spieler da komplett allein Richtung Spot gewesen. Und dann hätte er eingreifen müssen. Und somit konnte man das Ganze in Ruhe und Gemütlichkeit ausspielen. So, nächste Runde für die Jungs von Team Liquid. Damit steht es 12 zu 9. Also, lassen wir uns überraschen. Wie weit das hier noch für Team Liquid so einfach von der Hand geht. Na, G2 mausert sich rein. Es ist halt ein absoluter Grind und es ist auch kein leichter Gegner. So, und die Leash wartet wieder Richtung kurz. Kenny S auf lang. Versucht man den Raum hier zu holen. Die ersten beiden Spieler schon wieder verloren. Ey, Leash hat eine ADA von 149. Es reißt einfach nicht die letzten Wochen bei ihm ab. Das ist unglaublich. Ah, da wird er rausgenommen. Jo, aber Stu2K ist am Start. Damit Amanek down. Shocks nochmal Richtung lang. Damit nochmal eine 2 gegen 3 Situation. Nev wartet aber schon mit der AWP Richtung kurz. Wird aber hier rausgesmoked. Das meiner Meinung nach trotzdem immer noch eine sehr gute, ja, Retake-Situation. Besonders dank des Molotovs kann man erstmal die Bombe nicht legen. So, Shocks frisst dann nochmal Kenny S. Oh Mann, wie gut reingesprungen von Stu2K, um die AWP da einfach rauszunehmen. Da wäre auf jeden Fall der Refrag da gewesen. Koste es, was wolle. Trotzdem. Es ist eine 3 gegen 1 Situation für Shocks. Er sucht den ersten. Muss erstmal schauen, dass er Richtung kurz das Duell da gegen Nev gewinnt. Ja, der zieht einfach mit der Deagle rein. 13 zu 9. Nächste Runde für Team Flüssig. Ja, es läuft aber einfach gerade. Das merkt man. CD-Seite ist auch auf jeden Fall die stärkere Seite von Team Liquid. Da können sie halt echt ihr Bollwerk auffahren. Und da ist es wieder Leash, der einfach nur super viel Schaden macht.
So, Flashbang kommt rein. Damit geht jetzt auf Langkontrolle mit Topspawn. Da steht man eigentlich schon wieder mit einem bereit. Wird hier aber durch die Smoke zurückgedrängt. Damit kommt Jax unten in den Pit rein und sucht direkt das Duell. Nice Strider gegen Twist. Reicht aber nicht ganz, sie da rauszunehmen. Wir sind noch 50 HP über und Elish wartet wieder mit der Aug-Richtung kurz. Jo. Ja, nochmal von Nitro, der Refrag. Also bisher gibt es für G2 ja keinen wirklichen glatten Weg, wo man mal drüber laufen kann. Nichts gut geteert für sie, wo man mal schnell drüber fahren kann, aber vielleicht hier der Baseboard. Es geht in den Retake. Sie haben mit Jax eine sehr lange Rotation, beziehungsweise einen sehr langen Lurker. Und da müsste Jax jetzt natürlich langsam nach vorne gehen. Will sich natürlich nicht verraten. Team Liquid baute aber sehr schnell den Druck auf. Schaut sogar nochmal Richtung Mitte. Haben die es echt auf dem Schirm? Ja, die hatten es ganz kurz auf dem Schirm, um nochmal zu schauen. Jax smokt das Ganze jetzt ab und versucht hier natürlich irgendwie die AWP zu contesten und irgendwie auszuweichen. Trotzdem müssen wir nach vorne gehen. Licht reißt aber hier den Spot auf. Jetzt muss er nur noch das Card checken. Und dann wäre das hier easy peasy lemon squeezy gegebenenfalls, wenn Neff sein Duell in der Mitte halt den Card. Es ist das nächste Duell. Und damit sind sie an der Bombe dran. Da muss noch Defuse. Wenn Neff macht den nächsten Kill. Was ein guter Retake von den Jungs von Team Liquid. Aber reicht das zeitlich, die Bombe zu defusen? Das sollte reichen am Ende. Auch wenn es knapp ist, es reicht. Sehr, sehr stark. Besonders, dass man halt das Vertrauen hat, sich da auf sich gegenseitig aufzubauen und gegenseitig sich zu unterstützen, diese Runde zu holen. Das hat wunderbar funktioniert. Starker Retake von Team Liquid. So, Lucky, wieder in den Pit rein. Diesmal klappt es, diesmal gibt's die Flash und diesmal gibt's die Antwort. Richtung lang. Versucht man bei Team Liquid schnell den Raum einzunehmen. Dafür ist G2 bekannt. Das machen sie sehr, sehr gerne. Den Spieler in den Pit reinschicken. Mit Topspawn und diesmal die direkte Antwort. Ja, und nachdem man da die zwei Eröffnungen bekommen hat, ist das natürlich wunderbar, weil jetzt baut man einfach Richtung B auf und wird dann nur einen Spieler haben und damit auch eine Überzahlsituation. Und da wird man sich zu 100% sicher sein, dass das der Fall sein wird. Studio K müsste jetzt hier abreißen. Einen kriegt er. Das ist dann doch ein bisschen zu viel. 2-gegen-4 Situation. Da wird Team Liquid safen. Das ist vorbei. Geht man hier sogar noch mal so ein bisschen auf die Jagd. Schauen wir auf die Geldreserven bei Team Liquid. So gut sehen die nicht aus. Also Nitro könnte nochmal eine Waffe legen. Das gleiche gilt für Neff. Der könnte sogar zwei legen. Und dank der Bank von Neff sieht das nochmal sehr, sehr gut aus. Ah, sie kämpfen sich zurück bei G2. Damit auf die Double Digits gekommen, aber der Move war halt exzellent. Lucky flasht hier nochmal rein und damit macht er das ganze Team hinter der Smoke blind. Und Abfahrt. Und damit die Runde entschieden. Ein Move, um sie zu knechten, ins Dunkle zu treiben und vielleicht hier für immer zu bezwingen. Aber Team Liquid ist natürlich ein Team, die kämpfen auch nochmal vor den Toren von Helmsklamm. Um jeden Meter. So, mal gucken, man baut sich auf B auf. So, da steht Studio K wieder bereit. Nitro oben am Loch. Der wird ein bisschen spät kommen. Aber er ist noch da. Da habe ich das Kreuzfeuer. Boah, ja, ja, ist Studio K. Aber das Lenkrad ausgepackt. Nochmal der Hit. Aber die Runde ist vorbei. Oh, das ist wichtig, dass die Tool sich genau in der Runde entschieden hat, Richtung B das Tempo anzuziehen. Und damit ist es der Safe. Und Jox geht sogar noch hunten. Und es sind nur noch zwei Leute. Es sind nur noch Neff und Twist. Sie haben nämlich noch die Rotation der Mitte abgefahren mit Jox.
Ja, und damit war es das. Der Traum vorbei von Team Liquid, hier auf eine 15. Runde zu kommen. Es bleibt weiterhin ein G2, was hier nicht aufgibt. Wenn man Bock hat, nimmt man auch alle Waffen raus und das wird man jetzt hier auch tun. Jo. Man versucht es zumindest. Und schafft es ja am Ende auch. So, nochmal hypen. Auf geht's. Let's go. So, Jax wieder Richtung Lang durch, diesmal ohne Granaten. Damit das 11 zu 14. Und das ist eine schnelle Antwort. Und wir haben bei Team Liquid einen Stack Richtung Lang gehabt. Wollen aber nachträglich da nochmal ein bisschen arbeiten mit Lucky. Deswegen zeige ich entscheide ich Team Liquid einfach dazu. Ja, dann nehmen wir halt die Mitte. Jetzt irgendwo kompakt. Irgendwo gemeinsam Kills holen. Das wäre der Traum. Viel, viel Schaden zu setzen, vielleicht sogar die Runde zu holen. So verloren scheint die gar nicht. Wenn man da einen richtigen Riecher hat, kann das auch mal sehr schnell komplett in den Ofen gehen. Oder ein Schuss in den Ofen werden. Jo, Name Samanek, der aufpasst. Also in der Runde. Da backt Team Liquid mit kleinen Brötchen. Oder ganz, ganz kleine Brötchen. Damit wird es jetzt einfach auf B drauf gehen. Ist nur noch Twists. Ja, und dem geht man hier fleißig aus dem Weg. Die Runde ist vorbei. Klar, sie war knapp nochmal. Also zumindest von der Zeit her. Aber man kommt hier natürlich zeitlich gut auf den Spot drauf. Und damit holt man die Runde hier ohne Probleme. Und bringt sogar vier Leute durch. Und damit ist es entschieden. Also, G2 bleibt weiter dran und will hier um eine Overtime kämpfen. Beziehungsweise um den Sieg. Schöner Killerpunkt, NES. Na, der zwischenzeitlich auch auf 23 Granaten angekommen ist. So, NES wieder mit Topscore nach vorne. Diesmal die Gegenfläche. Also, man versucht bei Team Liquid sich jetzt taktisch so ein bisschen darauf einzustellen, dass es da auch sehr schnell Richtung Mitte gehen kann. Dann nimmt man den Raum ein und teilt sich neu auf. Dafür hat man aber die Lücke Richtung B. Und das war bei dem Aufbau, den Team oder das G2 bisher gespielt hat, könnte das sehr, sehr schnell in die Hose gehen. Jo, und das geht auch in die Hose. Und G2 wieder mit dem richtigen Reacher. Und jetzt müssen sie versuchen, nochmal zu retaken. Wollen sie das machen? Elish ist schnell genug da. Elish rennt einfach rein im Drive-By. Versucht er da, die Kills zu setzen. Jetzt ist aber der Safe. Und versucht dann nochmal irgendwie die Chance am Schorfe zu packen. Aber hier hat man sich taktisch falsch entschieden bei Team Liquid. Und deckt diesmal nur komplett alleine mit einem Spieler das Ganze ab. Klar, man hat eine sehr schnelle Rotation, aber in den meisten Fällen reicht es nicht. Team Liquid versucht nochmal die Initiative mit einer Flashbang und die Licht zu ergreifen. Aber hier eher nicht von Erfolg gekrönt. So, 13 zu 14. Nächste Runde damit unter Dach und Fach. Und
Aber bleibt weiterhin spannend. G2 holt weiter auf und das Geld ist wieder mega knapp. Team Liquid zieht hier nochmal den Timeout. So stellen wir uns das vor. Das ist ein Finale. So, Laola-Welle gibt es auch noch inklusive. Und wie gesagt, wir haben eine taktische Pause. So, kleine Winstreak kann man hier hinlegen bei G2 Esports. Ja, und hauptsächlich der B-Spot. Gerade vielleicht der Wendepunkt gewesen in dieser Partie für die Franzosen. Ja, und damit muss man nochmal sparen. So, eine AWP dabei, eine Rifle aus der letzten Runde noch. Lifetrack Neff jetzt erstmal an. Reicht diese eine AWP, um das hier auszuhebeln. Nochmal, die Scout. Die Flashbang ist gut genug, um Lucky da nach vorne zu schicken. Steht aber schon Richtung CT-Base bereit. Kann man hier das irgendwie verteidigen mit Studio K? Nö, dafür führt auch einfach die Waffengewalt. Aber man steht noch zu dritt in der CT-Base bereit. Aber auch nur diese eine Rifle bei Twists. Nö, da kann man direkt wieder speichern gehen. Da will man auch kein Geld an den Gegner verschenken. Und diese eine Rifle könnte vielleicht sogar nochmal der entscheidende Faktor sein, dass man sich voll ausstatten kann mit Granaten. So, geht hier nochmal auf die Jagd. So, den kriegt man nochmal. Aber die eine Rifle, wie gesagt, die ist höchste Priorität. Die sollte man versuchen durchzubringen. Zu dieser Zeit könnte G2 hier einfach komplett handeln gehen. Dafür passt das Geld. Sie können durchtauchen bis zu Ende. Jetzt kommt die alles entscheidende Runde. Jetzt muss Team Liquid sich genau taktisch überlegen, was man hier gerne fabrizieren will. Es geht nach vorne. Also, schauen wir mal, was ist hier möglich und wieder ist es Jax mit der Antwort Richtung Lang. Oh, dieses schnelle Rausschicken von Jax ist immer so gut. Dieses Entry-Frag-Potenzial halt unglaublich. Aber die Antwort kommt zugleich von Team Liquid in diese 4 gegen 4 Situation. Trotzdem, sie versuchen jetzt ein bisschen den B-Spot zu festigen, dass sie wieder mit zwei Leuten abdecken. Das eher auch etwas defensiver, so dass sie ein Kreuzfeuer aufbauen können. Studio2K kümmert sich um die Mitte. Ja, Shox versucht da rauszukommen. So, man baut es Richtung kurz auf. Man traut dem Braten nicht. Also auch G2 stellt sich langsam darauf ein, dass es hier gegebenenfalls doch etwas mehr Offensive oder Defensive oder Gegenwehr Richtung B-Spot wartet. So, aber sie kommen hier nicht durch. Und das ist wichtig für Team Liquid, weil dann würde man eine 15-0 gehen und auf jeden Fall die Overtime sicher haben. Die Tour hat immer noch genug Geld, auch in dieser, über diese volle Distanz nochmal nachzukaufen. 2 gegen 3 Situation. Twist macht jetzt auf Nummer sicher. Kenias schießt hier vorbei. Mittel nochmal nachgehen. Twist überlegt aber, will ich hier das Duell gegen die AWP contesten oder warte ich lieber auf meine Mates? Ich warte lieber auf meine Mates. Die kommen nämlich Richtung kurz. Nochmal der Molotov. Lucky nur noch auf 3 mickrigen, wenigen HP. Und Kenias schießt hier vorbei und das ist es. Das sollte die 15. Runde für G2 nicht sein. Das ist es nämlich für Team Liquid. Und damit ist die Runde entschieden. Aber trotzdem, sie haben genug Geld. Sie können immer noch es schaffen, in die Overtime zu kommen. Das wäre höchstwahrscheinlich die Entscheidung gewesen, hätte G2 diese Runde entscheiden können, weil dann wäre das Geld gebrochen bei Team Liquid. Und man hätte wieder mit einem mega kleinen Ball reingehen müssen. G2 hat es selber jetzt in der Hand, zu entscheiden, okay, will ich die Overtime haben oder geben wir unseren Map-Pick ab? Und ich sage euch eins, der Map-Pick ist super, super wichtig für G2.
bei dieser Best-of-5-Serie. Sie brauchen eigentlich den Sieg und guckt euch an, Lucky wird hier einfach rausgeschickt. Diesmal gibt's aber die Antwort. Können sie nochmal einen Kill setzen? Nochmal, ist es Dude okay? Ah, der AWP, der schießt vorbei, man kommt durch! Man kommt durch und damit ist es hier für die Jungs von G2 auf jeden Fall schon mal der Spot. Eli, ich versuche jetzt nochmal in die Bresche reinzuspringen, irgendwie diesen Kill zu setzen, aber es riecht nach Overtime. Und das direkt auf Map Nummer 1. Also Brechstangen, Counter-Strike vom Feinsten. Auf beiden Seiten. So, nochmal der Tower. So, Bombe kann man hier nicht verhindern, dass sie geplantet wird. Aber trotzdem, es ist die letzte Runde. Sie müssen es versuchen. So, Flashbang kommt ein bisschen verkorkst rein. Da liegt immer noch ein Molotow und das kostet alles Zeit. Und der B-Spot zu retaken, nicht mal das beste Team der Welt, wird das in der 4 gegen 2 Situation ohne Granaten ordentlich runterspielen können. Das ist fast gar unmöglich. Yo, das war's. 15 zu 15, wir gehen in Overtime Nummer 1. Schade, Mann. Boah, wäre schön gewesen. Ah, da regt er sich auf. Das ist auch, das wäre die Partie gewesen, wenn sie die Runde geholt. Verständlich. Also, wir gehen in Overtime Nummer 1. Wer als erstes 19 Runden hat, gewinnt. Wenn sie beide 18 haben, dann heißt es auf ein neues. Also, es gibt natürlich Spannung. Spiel und Schokolade. Hoffentlich über das ganze Best of Five. Ja, beide Teams jetzt mit 16.000 wieder ausgestattet. Also Geld ist keine Ausrede in der Situation. Und Shox diesmal mit der AWP unterwegs. Sie gehen sogar auf Doppel-AWP. Also versuchen ihr Glück. Zweimal mit dem langen Rohr einen One-Shot zu setzen. Ansonsten ist Dude okay wieder gefragt Richtung B. Ja, und man versteckt es diesmal extremst Richtung B. Was ja auch bisher immer sehr gut bei G2 funktioniert hat. Also der B-Spot ist schon eine leichte Schwachstelle, die sich bei Team Liquid über diese Partie entwickelt hat. Erstmal langsamer Aufbau. Aber diesmal hat man eigentlich genau taktisch gut angesetzt bei Team Liquid. Weil da steht man eigentlich schon mit drei Leuten bereit. Flashbang kommt nochmal ganz gut rein. So, da ist jetzt auch bekannt, dass irgendwas Richtung Kantas aufgebaut ist. Das sind 26 Sekunden, sie können nicht mehr umdrehen. Sie müssen jetzt draufgehen. Oh, der wird direkt wieder rausgenommen. Nitro steht aber immer noch bereit. Oh, da fallen sie wie die Fliegen um. Aber trotzdem Nitro mit dem 3K. Fährt hinterher. Nitro holt hier die Runde. Und da ist nur noch Kenny S. 13 Sekunden. Die Runde ist weg. Die Runde ist futsch. Nitro, was eine Monster-Performance. Und da ist es die richtige Entscheidung gewesen, mit drei Leuten den Fokus auf B zu legen. Team Liquid gerade am Schwächeln. Großes Fragezeichen. Auf Map Nummer 1. Bei Nitro auf jeden Fall in der Runde nicht. So, Shox versucht hier durchzukämpfen. Gute Gegenflash. Nämlich vom eigenen Mate. So, damit sitzt die Flashbang wieder. Diesmal aber von Team Liquid. Damit versucht man Richtung Lang nicht mit zwei Leuten das Ganze einzunehmen. Und damit hat man jetzt auch erstmal die Kontrolle. Wechselt auch instant wieder die Position. Dass man auf jeden Fall Elish wieder die Verantwortung über Kurz gibt. So, kleine Umstellung. Diesmal bei dem Liquid wieder drei Leute Richtung Asse. So, Nev gibt nur den Anschuss. Damit liegt es jetzt an Elish. Nummer 1, Nummer 2. Ja, und wenn man es macht, dann halt individuell Kenny S. Der kommt gerade nochmal so in die Deckung rein. Sagt Nitro,
abgelehnt. Der letzte sollte eigentlich da unten bekannt sein. Der wird nämlich schon angeaimt. Und ich glaube, den hat Nitro auch gesehen. Stark von Nitro, stark von Elish. Letzte taktische Pause, die zur Verfügung steht bei den Jungs von G2. Die Frage ist, kann Team Liquid hier sogar vielleicht die perfekte Hälfte hinlegen? Ich würde ihnen nur noch eine Runde fehlen. Und damit können sie hier den ersten Map-Punkt mitnehmen. In dieser Best-of-Five-Serie. In diesem großen Finale. Und natürlich ein Weg oder ein Schritt näher an dem Intel Grand Slam. Und zwar an Punkt Nummer 3. Flashbang kommt rein. Stu 2K. Auf der Suche nach dem First Pick. So, der hat jetzt ein bisschen Schnauze voll. Wurde da ein paar Mal rausgenommen auf dem B-Spot. Sah da jetzt nicht so glücklich aus bisher. Wenn da die halbe Armee von G2 angerannt kommt. Ist aber er erstmal hier mit der AWP unterwegs. Ist auch die einzige AWP. Nitro bleibt weiterhin auf der Krieg, ach, auf der AUG. So, und Elish geht an die Acker. Diese Doppelsmoke in der Mitte. Elish versucht da irgendwie kurz die Box auszunutzen, das aber ohne Erfolg. Wird dann mit einer Flashbang zurückgetrieben. So, und was kriegt jetzt Nitro hier für eine Information? Steht auf Anti-Flash. Wenn er Pech hat, gehen sie einfach hier an der Seite vorbei. Er kriegt trotzdem den Kill. Sprayt jetzt einfach durch. Spray and pray. Und damit liegt es jetzt an Studio K mit der AWP natürlich die ungünstigste Waffe in der Situation. Einfach nur einen Kill machen. Da gibt es sogar noch einen Anschuss gegen Kenyers. Wechselt nochmal die Position. Ist Studio K genau in dieser Runde jetzt da. Aber der wird rausgenommen und dann ist es Studio K, der den Spot hier verteidigen kann. Es ist nur noch Lucky und das war's. Und dann holt er wirklich die Runde. Da am Ende auf B mit der AWP. Wirklich sehr, sehr, sehr schwierig für ihn. Wenn er einmal vorbeischießt, war's das. Und das ist es. Das ist die 18. Runde für Team Liquid. Und damit nur noch eine Runde davon entfernt, am Ende auf das 2 hier als Sieger herauszugehen. Ja, schön gemacht von Stu2K. Ja, dafür ist er dann bekannt. Guck mal, da hypt er sich wieder. Das ist wichtig. Wenn du ein Mindset oben halten willst, musst du auch solche Momente für dich holen. So, Shox gibt die erste Information weiter. Es ist die Halbzeit Nummer 1, die vorbei ist. Es geht in Halbzeit Nummer 2. Und da werden die Seiten getauscht. Wieder jeder kriegt 16.000. Und damit geht's nach vorne. Und Nitro verliert das Duell. Damit Shox nur mit 12. Aber Amanek alleine Richtung Side. Das ist eine lange, lange Rotation. Jetzt versucht Team Liquid, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Auch das schnelle B-Spiel auszupacken. Damit erstmal eine 4 gegen 4 Situation. Sie haben noch Equipment, sie können auf jeden Fall retaken. Kenyers wird erstmal auf Erhöhung hier reingebracht, um die Bombe zu finden. Vielleicht vorne im Default, aber die Bombe wird hinten Richtung Cutters geplantet. Ja, und da kommt Jax. So, mal gucken, ob er den auf dem Schirm hat. Dafür muss aber der Druck Richtung Tür, Richtung Loch erhöht werden, dass Jax überhaupt theoretisch eine Chance bekommt, da irgendwas zu machen, weil da wartet man Richtung Cutters mit Scoot, okay? Greift hier ein und das sieht gar nicht gut aus. Der B execute. Ist natürlich immer ein wahres Wunderwerk, wenn du hier durchkommst. Weil das zu retaken ist meistens gar unmöglich. Besonders, sie haben keine Granaten mehr. Wie wollen sie hier durchkommen? Das wird wahrscheinlich die erste Map für Team Liquid. Und so sieht's auch aus. Map Nummer 1 geht damit an die Amerikaner. Und damit 1:0. Auch übersehen.